Ja, dann will ich aber auch eins haben. Außerdem, was für ein Rauch. Uah, voll drin gerannt. Okay, weiter in die Richtung. Oder auch nicht, weil hier überall Killix rumstehen. Eine super Luftnummer. Großen Zuneigungsgewinn bei Luxus. Kaum zu glauben, dass ihr das in die Finger bekommen habt. Tja, kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen, Gold. So gut sind wir. Damit komme ich klar. Ich auch. So, die beiden haben nichts mehr. Die brauchen wahrscheinlich auch nichts mehr. Die haben keine Probleme mehr weiter. So, erstmal festhängen. Das ist erstmal Pflicht. So, eine Gruppenphase. Und dann holen wir uns erstmal die vermissten Expeditionsleute oder Ausgrabungsleute oder was das immer waren für Typen zurück. Oh, ist so umgefallen. Hab ich kaputt gemacht, das Spielzeug. Ach, diese Liebe zueinander, es ist doch einfach nur herzerwärmend. Also Zielgenauigkeit, Crit. Nicht weiter. Alles Müll. Danke, danke. Ich gebe Autogramme, wenn der Rauch sich gelichtet hat. Das will ich sehen. Und ich will immer noch mein Autogramm haben. Ich habe es immer noch nicht gekriegt. Was für ein Boss, sich gar nicht zu verstecken. Hier hast du. So, das ist nur erledigt. Es gab Komplikationen. Bitte deaktivieren Sie mich nicht. Holen wir mal die Leute da raus. Seid gesegnet. Im Namen des Imperators. Ach, das ist mir so wie von egal, was der Imperator sagt. Bin ja kein Imperialer.
Perfektion ist mein Ziel. So, das zweite Inspektionsteam, das in einem Fels drin steht. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich dachte, ich müsste... Ich muss sagen, da bekommt die Bedeutung über den Haufen schießen eine ganz neue Bedeutung. Wie out of range? Willst du mich veräppeln? So, ja. Hier hast du was. Schenke ich dir. Brauche ich nicht. Oh, da gibt mir sogar was zurück. Ups. Echt? Wird mir das gefallen? Ich glaube nicht. Damit komme ich klar. So, was haben wir denn eigentlich hier? Die drei erstmal nur, okay. So, das nehmen wir mit. Jetzt lassen wir das letzte Inspektionsteam frei. Ihr habt die entfernt, die nicht zum Nest gehören. Wären sie geblieben, hätten sie den Frieden der Vereinigung erfahren. Wir werden euch euren Preis nicht vorenthalten. Aber jetzt geht. Es gab ein Schwarmlied. Wir haben diese Minen für das Nest beansprucht. Wir, ihr seid doch kein Käfer. Was habe ich da überhaupt vor mir? Man nannte uns einst Dariatul. Jetzt kennt man uns als Neukind des Ukanaku-Nests. Wir haben das Gel gekostet und die Eikammer gerochen. Wir haben uns vereinigt. Vereinigt? Dann gehört ihr jetzt zu den Killix? Im Nest herrscht Frieden. Eine Liebe, die durch das Teilen eines einzigen Geistes entsteht.
Es ist ein Geschenk von unschätzbarem Wert. Wir werden nie zurückkehren. Ihr gehört aber nicht hierher. Wie könnt ihr so leben? Wie könnt ihr in einer Welt leben, in der jeder fremd ist? In der jedes Lächeln eine Maske für das Messer hinter dem Rücken sein kann? Stanel Tul gehört nicht zu meiner Familie. Er und seine Sippe haben Krieg über Alderaan gebracht, im Namen ihrer eigenen Macht. Hier sind wir sicher. Hier leben wir in Frieden. Hier bleiben wir. Kommt mit. Kommt mit mir oder sterbt mit allen Kilix. Das ist eure einzige Wahl. Nein, wir werden niemals. Wir hören die Stimme des Nests. Wir haben entschieden, dass ein Verlust nicht viele andere wert ist. Das Nest hat gesprochen. Wir kehren zurück. Ach, so einfach war das. Kann man mal sehen. Wie immer, Blaster an die Schläfe halten, das löst jegliche Probleme. Oder Vorarbeit leisten. Ah, verdammt, jetzt habe ich mir um den Flugpunkt nicht, Dingspunkt nicht geholt. Oder vergessen zu holen, den Schnellreisepunkt. So, was haben wir denn hier? Waffenbau 100. Spezialgefertigtes Blastergewehr. Ach ja, diese Laufwege. Das dauert erstmal eine halbe Ewigkeit wieder zurück. Das ist das einzig Furchtbare an Alderaan. An Hoff genauso. Das, was wirklich nervt, das sind wirklich diese Laufwege. Und dann darf man den ganzen Scheißweg wieder zurücklatschen, beziehungsweise gleiten. Ich soll zum Haus Girard zurückkehren, okay. Girard, ja. Genau. Ich habe eigentlich immer noch nicht herausgefunden, wer jetzt eigentlich der Hauptheld bei Grim Tales 4 war. Habe ich immer noch nicht herausgefunden. Brandon und Grey waren es ja auf jeden Fall nicht. Ich denke mal, das war irgendein Fremder. Das war diesmal nicht die Tante. Beziehungsweise die Zwillingsschwester von der Luisa. Und vor allem das Beste ist, überall wo die auftauchen, geschehen irgendwelche Dinge. Das ist immer noch das Beste von der Familie Grey. Die kommen in ein verpenntes Dorf, auf einmal kommen da Dämonen, Zauberer, was weiß ich nicht alles, ey. Irgendwelche Geister. Das ist doch kein Zufall. So, was haben wir denn hier? Proaktive Medizin gewährt bei Aktivierung zusätzlich 10 Rüstung. Ich habe, was ich besorgen sollte. Ich habe die Explosionen gehört. Hoffentlich sind diese Monster lebendig verbrannt. Wir werden uns an diesen Dienst erinnern, wenn das Haus Tul den Thron besteigt. Aha.
So, einmal Markus Vibromesser und Golds Vibromesser. Und beide haben nicht eine einzige Fähigkeit, um ein scheiß Messer zu benutzen. So, wo wollte ich jetzt hin? Hier drüben zu Stanel Tool. Danke. Meine Ärzte behandeln das Erkundungsteam wegen des Schocks. Aber ansonsten scheint es ihnen gut zu gehen. Ich wünschte, ich könnte das auch von meiner Tochter behaupten. Es ist klar, dass diese Monster sie unter Drogen gesetzt und einer Gehirnwäsche unterzogen haben. Davon habe ich gehört. Irgendetwas in den Duftstoffen verbindet die Gefangenen mit dem Schwarmbewusstsein. Hm. Ihr müsst Rache nehmen. Sendet Tools Truppen gegen die Killix aus, bevor sie noch mehr Seelen zerstören. Ihr habt recht. Was bringt der Thron von Alderaan, wenn unsere Welt vorher von diesen Käfern überrannt wird? Sie müssen hier weg. Wir sollten sie zertreten, bis nichts mehr von ihnen übrig ist als ihre Hügel. General Tool, entschuldigt mich. Ich muss mit der Person sprechen, die mich gerettet hat. Ich bin Agent Craige Graf vom Imperialen Geheimdienst. Der Zeitpunkt, zu dem diese Killix angegriffen haben, war kein Zufall. Die Ulgos haben sie zu dieser Mine gebracht. Und das soll ein Agent sein? Habt ihr euch angewöhnt, auf euren Missionen gefangen genommen zu werden? Natürlich nicht. Aber die Killix teilen sich ein Bewusstsein. Sobald man von einem gesehen wird, gibt es kein Entkommen mehr. Wir hatten nicht einmal genug Zeit, einen Comlink zu aktivieren, um unsere Erkenntnisse mitzuteilen. Der Vorstoß war von den Ulgos geplant. Er sollte uns von etwas ablenken, das sie Operation Sonnenschauer nennen. Ernsthaft, Sonnenschauer? Ihr Alderaner seid viel zu fröhlich. Dieses Wort ist mir geläufig. Es fiel ein paar Mal in den Unterhaltungen, die wir durch unser Hintertürchen in die Organa-Netze aufgeschnappt haben. Es ist ein Baradium-Detonator. Ein mächtiger Sprengstoff. Sie wollen im Herzen der Thul-Ländereien zuschlagen. Der Detonator wird von Buris Ulgos Elitesoldaten transportiert. Ehemaligen republikanischen Sondereinheiten mit den besten Waffen und der vollen republikanischen Ausbildung. Wie sieht der Plan aus? Die Soldaten töten und die Waffe stehlen? Kurz bevor die Killix ankamen, erhielten wir eine Datei, die, wie ich glaube, die Zündsequenz für den Detonator enthält. Wenn ihr wirklich Angst in die Herzen der Ulgos bringen wollt, geht in das Lager, in dem der Detonator aufbewahrt wird, und zündet ihn vorzeitig. Die Waffe hat dann zwar nicht die volle Kraft, aber so geht Ulgo zugrunde, nicht Tool. Ja, immerhin etwas. So. Da drüben ist so ein Knallkörper von wegen Flashpoint-Kurier. So, wir hatten ein Level abgekriegt. Heilscan, Kraftschuss. Das scheint strategisch zu sein. Habt ihr meinen letzten Bericht gelesen? Das habe ich. 20 Seiten voll mit anthropologischem Unsinn und nicht ein einziger neuer Waffenentwurf. So, mal geguckt. Können wir jetzt immer noch Kademimo und Entermannschaft? Okay. Das lief nicht wirklich gut. Ja, Marco, das habe ich gesehen. So, Zukunftspläne. Damit komme ich klar. Aber wir müssen ja eh noch zum Haus Girard zurück. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Also in Tranta zurückfliegen. Mal kein Gleiter. Sondern ein Tranta.